Ich versuche jetzt telefonisch einen Termin fürs Bürgeramt zu bekommen. Ja, da rufe ich jetzt mal an. Guck mal, was passiert. Willkommen bei der 115. Sie haben das Service Center in Berlin erreicht. Haben Sie allgemeine Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus? Drücken Sie die 1. Haben Sie allgemeine Fragen zu Auskünften und Leistungen der Berliner Verwaltung? Drücken Sie die 2. Möchten Sie für eine Terminbuchung mit dem Bürgertelefon 115 verbunden werden? Drücken Sie die 3. Haben Sie allgemeine Fragen zu Ukraine-Themen? Aktuell kann es aufgrund der hohen Zahl von Anrufen zu längeren Wartezeiten kommen. Der nächste freie Mitarbeitende ist gleich für Sie da. Bitte legen Sie nicht auf. Aufgrund der auch in den Behörden einzuhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie können nicht im gewohnten Umfang Termine angeboten werden. Nutzen Sie zur Information oder auch für Terminbuchungen das Online-Angebot der örtlichen Verwaltung. Dort finden Sie das identische Angebot an freien Terminen, die Sie auch telefonisch erfragen können. Sie befinden sich in der Warteschlange an Position 26. Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich 6 Minuten. Einen Moment bitte. Wir sind gleich für Sie da. Zurzeit sind wir im Gespräch. Sie werden schnellstmöglich mit dem nächsten freien Platz verbunden. Falls Sie zum Thema Coronavirus anrufen und befürchten, sich angesteckt zu haben, rufen Sie bitte die 030 90 28 28 28 an. Haben Sie darüber hinaus Fragen, bleiben Sie gerne in der Leitung. Einen Moment bitte. Wir sind gleich für Sie da. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir sind gleich für Sie da.
Moment bitte. Wir sind gleich für Sie da. Wow. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir sind gleich für Sie da. Einen Moment bitte. Wir sind gleich für Sie da. Guten Tag, Waage ist mein Name. Ich würde gerne einen Termin von Ihnen bekommen oder wenn es möglich wäre, um mein erweitertes Führungszeugnis zu beantragen. Ja, wunderbar. Das hört sich ja an. Das sind ja abenteuerliche Zustände, muss ich Ihnen ja mal sagen. Also 5. August. Vorher gibt es nirgendwo. Ja. Ich bin wirklich erstaunt. Also jetzt natürlich, Sie haben damit ja keine, haben jetzt nicht irgendwie die Verantwortung für diese ganze Situation, aber es ist natürlich schon etwas länger. Okay, gut, weil ich war nämlich vor kurzem beim Bürgeramt hier bei mir gleich um die Ecke und dort waren 3 Personen und man hat länger gedauert, aber also da oben waren noch irgendwelche Leute und dann kam ich dran und dann sagten mir, ich hätte einen Termin, also ich wäre eigentlich rangekommen, nur ich hatte keinen Termin. Gut, also das wäre am 5. August erst. Und wo wäre das genau? Rathaus Tiergarten, das ist ja wirklich. Rathaus Tiergarten. Ja, Rathaus Tiergarten, das ist ja sozusagen, das kenne ich im Internet. Also, oder ist es jetzt. Okay, sagen Sie mir gleich nochmal die. Mathilde Jakobplatz. Okay, dann. Achso, die Nummer noch, Jakob, Mathilde Jakobplatz. Oder ist es einfach der Ja, also. Achso. Ja, also ich wollte den, also ich meine, ja, was soll ich denn sagen? Na, ich muss ja das irgendwie beantragen. Das ist ja dann schon wieder die Schulzeit, ja, also denke ich mal. Also ich habe das jetzt. Ja, ich habe 2 Kinder, deswegen, also ich so grob, sage ich mal, die Uhrzeit, was hat man gesagt, 10 Uhr? Ich denke mal, das ist um 10 Uhr, die 10.20 Uhr, den Termin.
Auf den Barges. Bertha, Anton, Richard, Gustav, Emil, Siegfried, Barges. Erich, Richard, Otto, Dora, Ida, Richard, Erodier. Das ist jetzt das Haustelefon, aber ich denke mal, nehmen Sie vielleicht nochmal eine Handynummer, dann ist es ganz sicher. Ja, die 0152 149 69 337. Ja. 803. Ich wiederhole. 1. Also die Wartenummer war die 18380. Achso, dann noch eine 3, deswegen. Also 6 Ziffern sind es dann. Okay. Gut, dann danke ich Ihnen und ja. Achso, und falls es, also ich sag mal, ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt woanders noch einen Termin bekomme, aber irgendwie, wenn man es dann absagen wollte, oder müsste man dann nochmal bei Ihnen dann anrufen oder wie? Ja, dann sagen Sie mir den Absagecode vielleicht. Ja. Ja. 736. 736. Emil und 736. Und das ist also beim Bürgeramt oder wo haben Sie das solch? Ah, okay. Weiß Bescheid. Ja, okay. Okay, dann Dankeschön und dann erstmal einen schönen Tag. Ja? Super. Okay, tschüss. Ciao.